Zur Reparatur der Rückhalterung lösen Sie in einem ersten Schritt die drei Schrauben an der Vorderseite. Zum Entfernen des Zahnringes nehmen Sie einen flachen Schraubenzieher. Biegen Sie die Gummilippe hinunter und hebeln Sie den Ring vorsichtig heraus. Nehmen Sie nun die neuen Teile aus dem Reparaturset. Legen Sie die neue Rückhalterung wieder in die Fassung und achten dabei darauf, dass die Löcher für die Schrauben an der richtigen Stelle sind. Geben Sie einen Tropfen Loctite 542 auf die Schrauben. Nun befestigen Sie wieder alle drei Schrauben an der Rückhalterung. Das Strahlrohr ist nun wieder betriebsbereit. Bevor Sie das Strahlrohr wieder wie gewohnt in Gebrauch nehmen, führen Sie eine Funktionsprobe durch.